Kontakt. Mayo! Wann kommst denn du? Gleich dann. Kontakt, Alter! Warum? Ja, wisch nicht. Dann. Bis gleich, Alter, Kontakt. Kontakt. So, dann wollen wir heute mal übelst krasses Vorführvideo machen von der Yamaha. Das Lustige war, dass ich eigentlich das ganze Video schon gedreht hatte mit Norm. Aber die Sache war einfach, der gute Norm war nicht gerade in der Lage, gut zu filmen. War nie das, was er sollte. Das war halt nicht so gut. Deswegen gibt es jetzt nochmal ein abgefilmtes Video. Und ja, da fangen wir jetzt einfach mal an. Erstmal Pumpe. Pumpen für den Weltfrieden hier. Das hier ist das gute Stück aktuell. Na? So, also sieht man es ordentlich? Ja, bestimmt. So sah es vorher aus. Gelb, blau, halt wie eine Yamaha. So ganz normal. halt aussieht. Mit ein bisschen schwarzen Numberplates. Und ja, das war hier ein Schön damals. Ja, nun All Black Everything. Jetzt. All Black Everything. Ein bisschen was Neues, ein bisschen was Altes. Ja, fangen wir mal an. Lenker ist gleich geblieben, Rennteillenker, aber es gab neue Hebel. Schützer sind noch die alten, das stört mich jetzt nicht weiter. Aber neue Hebel, weil die anderen doch schon ganz schön ausgeklappert waren, gab es mal neue Hebel. Dann gab es halt ein ganz normales neues Numberplate von Goldberg Graphics gesponsert, beziehungsweise mit supported. Und von, mal gucken, ob man es so. Wer ist Tino Weiser? Jawohl. Genau, von denen gibt es da auch nochmal was Cooles. Dann halt Gabel, standardmäßig schon vorher, letztes Jahr gefahren von Alpha Suspension. Bin ich eigentlich sehr zufrieden. Dann gab es hier einfach nur ein sinnloses Powerboard. Das war nicht bei mir defekt, das wollte ich einfach nur wegen der Optik. Hat nicht viel gekostet. Ja, dann gab es neue Reifen. Neue Bremsbeläge. Johne, neuen geilen Gabelschützer mit Goldberg Graphics und Stickereis Singler. So, dann gehen wir mal hier auf der linken Seite weiter. Neue Kühlflüssigkeit gab's. Erzähle ich gleich nochmal was dazu. Dann haben wir hier nochmal das Dekor. Ja, sieht schon gut aus. Auspuff habe ich mal ein bisschen blanco gemacht. Da kann ich auch nochmal fixe Bild raussuchen. So. So sah der Auspuff vorher aus, also wo ich ihn dann abgebaut habe im Dezember, hat er ein bisschen Fluchrost angesetzt und war halt auch noch ganz schön verdreckt. Und ich habe den halt jetzt mal so ein bisschen aufgebessert, ja, dass es wieder schick aussieht. Hier gab es ein geiles Rivel-Ding, das finde ich eigentlich ganz nice, zieht ja echt mal deine Jogginghose aus. Dann gab es eine coole neue Sitzbank, beziehungsweise Sitzbankbezug von Blackbird, ich weiß gar nicht, Racing steht da. Ja, dann kommen wir eigentlich zu meinem übelsten Highlight. Ein neuer Kickstarter, meiner übelst geklappert. Den habe ich auch noch irgendwo rumliegen. War echt nicht schön. Dämpferservice und Dämpferabstimmung auf mein Gewicht gab es auch von Alpha Suspension. Rahmenschützer hatte ich letztes Jahr schon. Es gab neue Zapfußrasten, die Zap Apex heißen die, glaube ich, gab's. Hier musste ich eine Raste rausmachen, bevor sich einige beschweren, weil sonst der Kickstarter hat nämlich schon angekörnt. Fokussier, bitte, bitte. So, da. Da oben hat er schon angekörnt gehabt. Einmal, wo ich reingelatscht habe und das war halt nicht so cool. Deswegen gab's das einmal neu. Fußrasten haben auch schon, interessanter Fun Fact, meine Jogginghose, nicht die hier jetzt, sondern eine Jogginghose von mir kaputt gemacht, weil ich aus Versehen ausgerutscht bin und komplett hier. Also die sind echt brutal spitz. Okay. Dann gab es hier hinten ein neues Heckteil mit neuen Luffy. Neuen Luftfilterkasten. Hab mir auch mal 4 oder 5 neue Luftfilter gegönnt. Ja, das sieht, finde ich persönlich, von hinten immer brutal geil aus. Ich finde das so schön, weil das hier so alles so schön abschließt, aber jeden seins. Na, dann gucken wir hier mal weiter. Neuen Gabelsticker. Dann gab es hier hinten einen schwarzen Schutz für Bremssattel und Bremse. Hinten nochmal neue Bremsbeläge.
Dann gab es hier neue eloxierte Böcke, Distanzböcke oder wie man die nennt. Ich weiß es gar nicht. Axtblöcke, Blöcke. Auf jeden Fall gab es die nochmal neu. In eloxiert Blue. So, dann gehen wir mal auf die andere Säule. Ja, Crossmoped hier steht nur ins Weg rum. So, dann gab es auf jeden Fall nochmal neues Kettenkit. Vorne und hinten. Und eine DIT-Kette, eine 520er. Einen schönen neuen Reifen gab es auch nochmal hier. Endschalldämpfer ist immer noch dasselbe. Das ist der Pro Circuit R304 Stainless Shoddy. Genau, hier gab es nochmal eine neue Kettenführung, weil die andere durchgerieben war und auch übelst geklappert hat und teilweise auch verbogen war. Das habe ich nicht so gefeiert, deswegen gab es das nochmal neu. Dann letzten Endes gab es komplett neu von der ganzen Umlenkung hier. Jedes Lager hatte ich draußen und da kam ein komplett neues rein. Man sieht es halt nicht so brutal, jetzt so von außen. Aber das war auch eigentlich der teuerste Fact hier an dem Bike. Schwinglager nochmal neu. Das waren alles so geile Nadellager, die sind alle komplett neu gemacht worden. Da habe ich jetzt nichts so unberührt gelassen. Alles ordentlich gefettet. Ne? Dann gab es hier so eine coole Ritzeabdeckung, die hat mir halt gefallen, weil die so schwarz war. Ja, die Fußraster halt, einen neuen Schalthebel, wo mir schon einige geschrieben haben, dass ich wieder den alten dran machen soll, weil die nicht halten. Probieren geht über studieren, sage ich da immer. Und fokussier. Ja, der alte war aber hier vorne halt so brutal schon ausgeklappert, dass der während der Fahrt teilweise sich schon nach hinten geklappert hat und du hast manchmal ins Leere gelatscht. War nicht so cool. Ja, dann haben wir hier hinten nochmal die Front. So, von hier oben, das habe ich auch noch nicht gefilmt. Das ist halt hier so ein paar Jungs drauf, gell? Ein Allister 94 Kalender für Februar. Und drunter darf ich leider nicht zeigen. Oh, scheiße. So, und dann haben wir hier noch Dirty Dave Production. Und jetzt kommt eigentlich auch noch so ein richtiges Highlight. Vorsicht, Kranbetrieb. Rangieren nur mit Abstimmung. Nur nach Abstimmung mit dem Kranführer. Wisst ihr Bescheid? Gell? So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, und jetzt kommt eigentlich das, was so am meisten mir Kopfschmerzen bereitet hat. Mr. Zylinder hier. Ich hatte den Zylinder auseinander oder runter gemacht und da war im Auslass was nicht so, wie es sein sollte. Da habe ich den zu jemandem, der Motorräder so auch beruflich macht, habe ich das gebracht, überprüfen lassen. Der hat gesagt, Austauschzylinder. Letzten Endes habe ich den ganzen Zylinder genommen, Auslasssteuerung raus und habe das weggeschickt an eine Firma. Die haben mir einen Austauschzylinder gegeben mit komplett neuem Kolbenkit. Hat mich ein bisschen Geld gekostet, ja, und habe das jetzt getroffen. Ja, so ist es jetzt erstmal. Das war halt ein bisschen eine blöde Sache. Das war eigentlich nicht geplant so übers Jahr. Aber man kommt nicht rundherum, gell. Ja, V-Force 3, falls jemand noch keine gesehen hat, ist hier auch drin. Da habe ich aber schon so mit gekauft. Ja, hier ist nochmal der Rahmenschützer. Neuem Luftfilterkasten hier gab es ja komplett. Das Gummi habe ich mal von innen drin komplett gesäubert. Ja, viele neue Schrauben habe ich auch dran. Also hier wurden alle möglichen Schrauben nochmal runterneuert. Ja, und hier halt nochmal die neuen Hebel. Der hier ist sogar länger als der davor dran war. Und das war dieselbe Marke. Und genau dieselbe Eloxierung. Ja. Ja. Jetzt warten wir auf Maya. Hat gesagt, 15 kommt er. Hallo? Maya hat gesagt, er kommt 15. Ich habe hier langes Haar von irgendjemandem. Mein Pullover ist nicht so schlimm. Ja, und da warten wir jetzt mal. Auf jeden Fall wollte ich euch das nur mal kurz zeichnen. Weil immer viele Fragen hier. Oh, was hast du verbaut? Okay, jetzt stelle ich mich mal hier auf die Couch. Da sieht man es nochmal von oben. So, schick. Mir persönlich gefällt es ganz gut. Dekor ist komplett von Goldberg Graphics gemacht worden. Mal gerne auf Instagram alle angucken. Alle Sponsoren sind da mit drauf und Unterstützer. Danke auch nochmal an Jugendclub Schmiedhausen, die das mir das Dekor quasi
zum Teil mit zum Geburtstag geschenkt haben. Im Juni schon, letzten Jahres, 2020. Ja, so, und jetzt, ich habe eigentlich mit Norm noch so eine geile, geilen Sound, Dingsdabums gemacht, so einen Test. Und den kann ich euch ja noch mal zeigen. Und da drüber machen wir auch noch ein fettes Video. Also muss ich erst mal gucken, da ist erstmal das hinten an der Kette nicht so in Ordnung. Genau, also jetzt seht ihr von Norm noch hier gedrehter Soundporn oder mal am besten Zusammenschnitt von Norm, damit man sieht, was Norm gefilmt hat. Grüße an dich. Und eigentlich soll ja da noch ein Porn kommen. Aber mal gucken. Hallo Norm. Hi. Ich habe heute Hausaufgaben gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich habe eine deutsche Hausaufgabe angefangen und nicht beendet und jetzt verschwende ich meine Zeit hier. Beim Dreh des Videos. Du kannst trotzdem später mal meine Bewerbung schreiben im NDR. Okay, gut, du hattest jetzt deinen Auftritt, soll ich jetzt weitermachen? Wäre vielleicht auch nochmal gegangen. Aber das kann man dann hier mit Dirty Dave, okay, kann ruhig mal vorbeischauen, kann man das nochmal reingehen und als Ersatz erstmal nehmen. Simsalabim, die Hunger. Harry Potter wäre stolz auf mich gewesen, weil ich habe nämlich nicht nur hier Drachenreiche oder so, ich habe nämlich Alu oder was ist das? Ist es Alu? Nein. Was ist es dann? Lange Wald- und Wiesenstall. Wald- und Wiesenstall, gell? Fokus, Fokus. Wie macht man sowas an? Schau, schau. Achso. Boah, jetzt wird's aber unschön, ja? Musst du husten.